Will der Arne essen? Oh, nein, danke, danke, Herr Shannon. Mr. Henner, was darf ich Ihnen bringen an diesem grandiosen Tag? Wart, ich hab's aufgeschrieben. Erstmal bringe ich unsere Kaste Oettinger Pilz. Schön Eis gekühlt, so wie ich es mache. In 10 Minuten werden wir den leer haben, dann bringe ich den nächsten. Das machen wir so lang, bis wir 5 Kästen leer haben. Er und ich. Gut? Ausgezeichnete Strategie, Sir. Nein, mir reicht fürs Erste das Wasser. Danke. Das können Sie alle, ne? Hammerbur. Merci. Mhm. Danke sehr. Mr. Hanna, Sie nehmen schon tagsüber Drogen und sind danach konzentriert und in der Lage, Ihren Job auszuüben? Na, safe, bin topfit. Rap und Koks, mein Guter. Verstehe. Ich muss sagen, es fasziniert mich total, jetzt der Mitarbeiter Ihrer Firma zu sein. Ich meine, die Kunden, die Sie haben, sind absolut... Das sind alles Fotze. Die Rapper, die ich unter Vertrag habe, sind alles Bitches. Hast du eine Frau? Ich bin verheiratet. Ich habe eine Frau. Ihr Name ist Theresa. Sie schneidet Haare. Ah, super. Danke. Mach's einfach wie deine Frau. Ziehst dir eine Kerle das Geld aus dem Sack und steckst dann die Tasche. Gut. Und wenn ich dann damit für den Kunden einen Profit erwirtschaften kann, sind beide Seiten glücklich. Richtig? Nee. Du musst doch mal eins merken. Die Rapper halt sind allsaudumm. Die wollen nur ein bisschen Kohle, da rumfliehen, rumficken, schöne Autos. Sie sind alle strunzdumm, alle miteinander. Und mir zwei nehmen die aus. Alles, was die wollen, so Ferrari. Nein, Fugazi, das ist eine Fälschung. Ach, ist doch egal. Ferrari, Salami, Bianca, Flow, brr, das ist gar nichts. Die sind strunzdoof. Die sind doch dafür geboren, dass ich mir sie ausnehme. Das ist der letzte Dreck auf dem Erdball. Okay, alles klar. Wichst du? Ob ich wichse? Ja. Ja, ich wichse, klar. Wie oft in der Stunde? So, drei, vier Mal, vielleicht sind es auch 5. Das langt nicht, mein Guter. Ich persönlich wichse 2 Mal eine halbe Stunde, das reicht aber gerade so. Wow. Ja, einmal vorm Koks und einmal danach. Tatsächlich? Ach, geht ja nicht anders. Der Schmattel muss raus. Und ich drehe am Rad, verstehst du? Überleben wir den ganzen Tag der Trap-Scheiß. Immer wieder, der ganze Tag herrscht es. Dreh ich doch am Rad irgendwann. Brauche ich irgendwas für dich. Nur für dich. Sicherlich haben die Krankheit auch schon. Du musst da immer schön in der Runde, dass sie die Scheiße auch ertragst, die da produzieren. Weil wenn du das nicht machst, dann halte ich es nicht lang aus. Das sah nicht der kleine mein Guter. Das musst du machen, sonst klappst du zusammen wie all die Leder. Willst du das? Willst du zusammenklappen? Willst du implodieren? Nein, ich will nicht implodieren. Ah, sag ich doch.